ich habe mich mal wieder verloren. Ja, tatsächlich, ich habe mich verloren, dass man sowas kann. Nein, Blödsinn, ich habe mich in Kleinigkeiten verloren. Und zwar bin ich mal wieder noch mehr ins Detail gegangen, noch kleiner geworden. Und das möchte ich euch jetzt hier gleich im Anschluss präsentieren. Und etwas weiter später im Video möchte ich noch auf einen lieben Kommentar drauf eingehen, den ich heute erst bekommen habe, betreffs meines Bahnübergangs. Etwas später im Video werde ich euch das zeigen, was ich da noch verändert habe. Fand ich sehr nett und derjenige hat recht gehabt. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, wenn es soweit ist. Auch später im Video werde ich euch gerne zeigen, was aus meinem Gebäude geworden ist, was ich gebaut habe, was ich restauriert habe. Manch einer hat es vielleicht schon gesehen auf meinem Zweitkanal, aber ich präsentiere es euch hier in Kurzform auch, beziehungsweise nicht, wie ich es gebaut habe, sondern wo es hinkommt, was ich damit vorhabe und so weiter und so fort. Es hat sich ja doch einiges verändert. Ja, jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und möchte euch zeigen, was ich letzte Woche Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Und damit recht herzlich willkommen auf dem Kanal Train Dreams mit mir, dem Uli, und jetzt zeige ich euch schon, was ich gemacht habe. Ich bin nämlich jetzt schon ziemlich fortgeschritten im Hintergrund. Ich hatte euch nämlich kurz vorher gezeigt, wie ich ein Bänkeset entworfen habe, beziehungsweise wie ich das in meinem Druckerprogramm vorbereitet habe zum Drucken, damit dieser Drucker, wir sehen es im Hintergrund jetzt, diese Bänke mir drucken kann. Auch wenn das alles so ziemlich easy und schnell und leicht aussieht. Ich habe dreimal das Ganze machen müssen. Es war einfach so. Ich habe es nämlich ganz kurz eben gezeigt. Wer aufmerksam war im Hintergrund, ich hatte den Maßstab verändert, weil das Ganze war entworfen für 1:87 und das habe ich runtergebrochen auf den richtigen Maßstab, vermeintlich. Und wir sehen jetzt hier im Hintergrund, ich zeige euch die Bilder wahrscheinlich jetzt ein bisschen durcheinander. Wir sehen jetzt das, was ich errechnet habe, den Maßstab für die Spur N. Das sind kleine Bänke, das sind kleine Bänke und so eine Esstische und was weiß ich, wir sehen es ja hier im Hintergrund. Und auch wenn das jetzt wahrscheinlich alles reibungslos ineinander übergeht, ich zeige euch gerade, wie gesagt, das Kleine und musste da selber lachen. Ich bin gestern Abend zu meinem Sohn drüber gesagt, guck dir mal an, was Papa hier gemacht hat. Und das Ganze habe ich so klein gemacht. Jetzt sehen wir nämlich plötzlich was Größeres im Hintergrund, als ich eben gezeigt habe. Und zwar, das war so klein, dass sogar das Ganze, ich vermute mal, ich habe es nicht ausprobiert, für die Spur Z zu klein gewesen wäre. Die Tische und Bänke, die im Hintergrund hier zu sehen sind. Dann habe ich es gemacht, dann war es zu groß, da saßen die Männchen oder die Breiserleins dran, die waren dann so richtig wie verloren, wie Kinder, die an den Erwachsenentisch saßen, wenn es vorher so aussah wie Erwachsene am Kindertisch. Und dann die dritte Variante ist das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe oder euch gerade zeige, das ist jetzt der passende Maßstab für die ganzen kleinen Sachen. Das Problemchen ist immer nur dabei, die ganze Bearbeitung, das dauert mit dem Resin-Drucker. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es mit UV trocknen müssen. Es musste, wie gesagt, gemacht werden. Dann wird der ganze Drucker jedes Mal sauber gemacht. Das Ding ist ziemlich umständlich. Das ist ja nicht mein 3D-Drucker, den ich habe. Natürlich ist es ein 3D-Drucker, aber das ist ja der Resin-Drucker, den wir hier haben. Aber die Bänke, die ich jetzt hier gemacht habe, die kann man sehen lassen. Das Ganze hat übrigens 3 Tage gedauert, bevor ich da endlich mal das Ergebnis hatte, was ich wollte. Vorteil, den ich dadurch jetzt natürlich habe, ist, dass ich das gespeichert habe. Das heißt, ich kann mir jetzt jederzeit diese Art von Bänken, Bänke und Tische und Essecken und sowas alles ausdrucken. Auch die Bänke, die ich an die Bahnsteige, die ich ja auch selber herstelle, habe ich ja schon mal welche gedruckt. Das zeige ich euch, wenn ich mal wieder zum Bahnsteigthema komme. Da können die natürlich drauf. Das sind die mit der Lehne. Passt perfekt. Oder auch die ohne Lehne. Habe ich auch welche dabei. Und jetzt habe ich es gespeichert und ich werde natürlich dann bei dieser Type bleiben und das passt dann wahrscheinlich ganz gut rein. Und die bemale ich jetzt in Braun. Wir sehen es im Hintergrund, nicht einfach nur Braun, sondern hier ist es dieses New Wood dieses Mal. Ich habe das in 2 verschiedenen Farben, einmal das Old Wood und einmal das New Wood. Und diesmal habe ich mich für das neue Holz entschieden. Das ist ein bisschen brauner, ein bisschen kräftiger. Ob ich das später für die Bahnsteige mehr farbig gestaltet, wie man das heutzutage hat. Da hat man ja mal so Weinrot oder Dunkelgrün oder auch Gelb. Aber ich weiß nicht, ob das bei mir so wirklich reinpasst hier in die Bahn. Deswegen lasse ich es erstmal bei Braun. Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, ich habe so richtig tolle Metalleffektfarben hier oben, dass ich das vielleicht sogar in Metalleffekten mache, dass ich das eben so, ja, Metalleffekte halt. Und das könnte ich mir noch recht nett vorstellen.
was man damit machen kann. Und ihr seht, das sind eben wirkliche Kleinigkeiten, die ich hier gemacht habe. Und das eben dauert 3 Tage. Und dann habe ich eben parallel das Video noch erstellt, was ich auf Model Creation habe. Das könnt ihr euch gerne noch angucken. Ich verlinke es ja immer in der Endcard oder unten drunter und darauf hinweisen. Im Video tue ich ja auch ab und zu mal. Und das könnt ihr euch gerne angucken. Und jetzt schaut euch da mal die kleinen Bänke an. Das ist natürlich jetzt vom Untergrund hier ein bisschen doof. Aber man sieht sogar die Bretter, die da drauf sind. Und mir gefällt es selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das richtig schön, wenn man dann Preis-Alliance draufsetzt. Ich weiß nicht, inwiefern ich da noch die Tisch decken kann mit Tellerchen oder irgend sowas. Wahrscheinlich nicht. Ich will vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Was wir jetzt sehen. Hier ist der Hinweis über oder betreffs dieses Bahnübergangs. Und er hatte recht. Die Spalte, die wir da sehen, vom, wie soll ich jetzt mal sagen, von den Holzbrettern da oder was ich da auch gedruckt habe, das ist zu groß. Von innen her richtig, das ist bei der Modellbahn natürlich, da laufen da die Räder drin, das passt schon, aber außen die Spalte, die hätte ich nicht gebraucht, die hätte ich lassen können, ich hätte das weiter ranrucken können. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, ich hatte erst probiert, ich habe erst mit so einem Spatel hier versucht, das so ein bisschen hochzuheben, ich hätte alles kaputt gemacht und das war überhaupt nicht mein Ziel, weil was wir jetzt hier so gerade sehen und nochmal vielleicht auf den Hinweis von dem Kommentar, das ist ein Spalt, der ist ein Millimeter oder ein halber, na sagen wir mal ein Millimeter groß, den sieht man, wenn man vor der Bahn steht, gar nicht. Aber natürlich ist es richtig, dass es schöner aussieht, wenn ich den Spalt nicht habe. Also außen von den Schienen, in der Mitte geht es ja gar nicht anders, aber außen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das Ganze zuzuspachteln. Ich wollte eigentlich noch ein Streifchen drucken, aber das wäre wirklich weniger als ein Millimeter gewesen, was ich da hätte drucken müssen, das da reinfrickeln und dann hätte ich es auch verspachteln müssen, ja, weil es passt ja nicht hundertprozentig rein. Also habe ich mir gesagt, okay, ich verspachtel das jetzt generell. Ich mache das zu und ja, es sieht einfach gut aus danach, weil wenn das zu ist, natürlich ist das richtig. Der Spalt, der hätte überhaupt nicht da sein müssen. Das wäre völliger Blödsinn gewesen. Und ja, aber das war eine ganz schöne Arbeit. Also ich muss sagen, um das Ganze jetzt hier zu schließen und zu bemalen, was ich gleich im Anschluss machen werde, habe ich locker 1,5 Stunden gebraucht. Ja, also man sieht es nicht, was ich da habe. Es sieht fast genauso aus, als wenn ich jetzt jemanden hier zu mir ins Zimmer holen würde, würde sagen, guck mal, mein Bahnübergang, was ich da Schönes dran gemacht habe. Der würde sagen, sieht da aus wie gestern. Ja, aber ja, nein, es muss doch im Grund alles stimmen irgendwo. Und das habe ich verstanden. Und das war ein sehr, sehr wertvoller Hinweis für mich. Ein sehr wertvoller Hinweis für mich. Und dass ich das gleich umgesetzt habe, das hat ganz gut gepasst. Da ich sowieso ein bisschen noch was an Thema gesucht habe, weil die leichten Sommer-Updates, die ich zurzeit bringe, das ist halt so, im Winter kommen meistens die größeren Baufortschritte, im Sommer beschäftigt man sich mit den kleinen Sachen. Aber ich mag die kleinen Sachen, ich mag sie wirklich. Und ihr seht jetzt, dass ich es bemale mit der Farbe. Das ist jetzt wiederum das Oldwood, was ich dafür verwendet habe. Und das Ganze natürlich dann mit Wash verarbeitet, dass das Ganze sich ein bisschen besser anpasst. Ihr seht schon, jetzt fängt es an, optisch zu verschwimmen irgendwo. Natürlich weiß man, dass es da jetzt bemalt ist. Und die Farbe ist ja feucht. Und da sieht die sowieso noch ein bisschen anders aus, als wenn es nachher getrocknet ist. Aber es verschwindet gut. Und ja, ich muss gestehen, es ist schöner, wenn tatsächlich nur die Spalten innen sind. Vielleicht ist das ein bisschen kleinkrümelig oder wie auch immer man das sagen würde. Meine Frau würde mich ja wieder auslachen. Die würde sagen, ja, du, also das ist ja du, vielleicht kennt ihr das auch. Also meine Frau, die wundert sich immer, was ich da für Kleinkram mache und auf was ich so Wert lege. Und wenn die hat das mit dem Maßstab sich angeguckt, das Video, die war da völlig, naja, gut, ist halt so. ja, jetzt kommt hier noch eine Schicht Wash wieder mit drauf, schwarze Wash. Ich habe auch nachher noch grün, das zeige ich glaube ich nicht, aber ist auch egal, ist aber der gleiche Vorgang, so dass eben das optisch angeglichen wird. Es sieht ja sonst aus schlecht aus. Ich habe ja alles andere auch mit der Wash gemacht, damit es eben die Spalten rein fließt. Und dann habe ich noch zum Schluss mit einem kleinen feinen Bastelmesser versucht, die Linien nachzuziehen. Vielleicht sieht man es ein bisschen jetzt hier irgendwo, ist er nicht ganz trocken. Der Hänger fährt oder der Waggon fährt sauber über das Ganze drüber, erwartungsgemäß, da ja natürlich lediglich die Schienen und dazwischen das Ganze irgendwo gemacht ist. Also es passt und ich bin froh und vielen Dank nochmal an der Stelle, dass ich es gemacht habe.
Die Sitzgruppe, die wir jetzt hier sehen, das ist ja das Ganze, was ich eben vorher erstellt habe. Und weil das ja so einzelne Bretterchen sind, habe ich die natürlich auch mit Wash gemacht, damit die eben nicht nur braun sind, sondern auch ein bisschen die Holzform bekommen. Und ich finde, das kann lässt sich sehen. Das ist noch nicht ganz getrocknet, das ist noch nicht der Endstand. Wird ja irgendwann eingebaut und dann sieht es halt schön aus. Hier sehen wir jetzt das Gebäude, das ehemalige Sägewerk. Da oben wird es hinkommen. Auch nicht so, sondern so. Das passt wunderbar mit den Steinen. Das ist oben eine statische Ebene, die wir da haben. Passt super. Finde ich wunderbar an der Stelle. Das ist eine wirklich ganz, ganz tolle Stelle, weil ich nämlich dahinter das Gleis verwenden werde, um da noch einen kleinen Entladebahnsteig irgendwo hinzubringen, wo das Holz dann verladen wird und wo die LKWs ranfahren können von rechts. Passt hervorragend. Wenn man vorne noch eine kleine Mauer baut, das Ganze ein bisschen ausgestaltet, hat man da eine wirklich richtig schöne, heimelige Ecke. Wir werden es gleich sehen. Ich werde es von der Seite nochmal filmen. Dann ist das wirklich ein... Ach, auf dem Thumbnail ist das, glaube ich, auch drauf. Da habe ich das mit dem Hänger gemacht. Ja, genau. Und das sieht einfach schön aus. Weil, ja, es ist eine heimelige Ecke. Ich mag ja diese kleinen Ecken, wenn das alles so ein bisschen putzig dann aussieht und die so eine kleine Dampflok da mit zwei Hängern durchfährt und so weiter und so fort. Ist schön. Gefällt mir richtig gut und ich bereue es nicht, dass ich da oben aufbauen werde und dass ich unten den Parkplatz hingemacht habe, weil diese Position, wie jetzt sehen wir es hier schön, weil das Gleis da so rumführt und das ist wie gemacht dafür. Das ist wirklich eine ganz hervorragende Stelle und ich finde das Gebäude, das passt da einfach rein. Natürlich der Baumhaufen da hinten in der Ecke drinne. Und alles andere, das ist ein bisschen, naja, brauche ich jetzt nichts so zu sagen. Das ist natürlich noch nicht ausgebaut. Da hinten geht ja die Landschaft nachher noch ein bisschen hoch. Und da kommt wie so eine Art Hügel hin oder irgendwas in der Art, wo da noch gemacht werden. Da hinten das viereckige Loch, das ist ja nachher auch weg. Da verschwindet der Zug außerhalb der Schrank, des Schranks. Und ja, ich freue mich da oben auf die Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, schön. Mir gefällt es mal wieder. Kleines, seichtes Sommer-Update. Ich würde sagen, für die Woche lassen wir es bleiben. Nächste Woche komme ich wieder. 16 Uhr, Freitag bin ich für euch da. Wünsche euch bis dahin eine ganz tolle Woche. Wir haben ja für mich angenehmes Wetter. Ich brauche die hohen Temperaturen gar nicht. Macht's schön gut, euer Uli. Tschüss.